Seid gegrüßt und ein herzliches Willkommen bei der vierten Folge von Banished, der dritten Stadt mittlerweile. Old New Town heißt die. Okay, es ist noch keine Stadt. Es ist noch ein kleines, beschauliches Dorf, ne? 45 Personen. Okay. 45 Erwachsene und 8 Kinder. Wir warten darauf, dass hier mal langsam irgendwann. Oh, das war ein harter Übergang. Vom Regen. Naja. Wir warten eigentlich noch darauf, dass hier mal langsam ein Händler auftaucht. Dass wir endlich mal ein paar Tiere bekommen. So, was fehlt hier noch? Es fehlt die Viehweide, das Lager. Und die sind hier unten auch schon fertig. Gut. Dann dürfte eigentlich der Brennholzvorrat gesichert sein, soweit. Ich möchte auf jeden Fall noch eine Mine gerne haben. Werde ich, glaube ich, in Auftrag geben, sobald das hier fertig ist. Ah, okay. Macht ihr erst das hier? Ja, sieht so aus. Ist okay. Wobei, ich könnte... Ah, guck mal hier. Der Fischer ist ja auch noch da. Der muss auch noch fertig werden, ne? Aber ich möchte doch jetzt schon mal mit der Mine anfangen. Am besten eigentlich sogar mit beiden Minen, ne? Ich möchte einmal kurz einen Rundumblick haben. In welche Richtung man sich ausdehnen könnte, denn... Hier wird ja irgendwann alles abgebaut, schließlich. Okay, wir starten jetzt hier mit der Mine. Da muss noch ein bisschen Kram weggeräumt werden. Insgesamt 60 Stück. Dann brauchen wir 48 Holz und 68 Steine. Das geht also voll auf. Das ist doch schon mal etwas Gutes. Genau, hier oben der ganze Kram ist ja auch noch weg. Das wäre eigentlich gar nicht doof, wenn zuerst das Lager fertiggestellt wird, bevor das Ganze, bevor ihr damit anfangen könnt. Aber okay. Na komm, macht bitte das Lager fertig zuerst. Das wäre echt geil. Und dann haben die... Das Feld ist hier erst recht um einiges einfacher. Ja, perfekt. Fertig. Oh, Werkzeugvorräte. Fast aufgebaut. Okay. Man sieht hier schön, wie das Lager weniger wird. Jetzt werden die restlichen Steine noch von sonst woher gekarrt. Und der ist auch hier gut dabei, ne? Aktuelle Jahreszeit 51. Okay, letzte Jahreszeit haben wir das Ding erst gebaut. Dann brauchen wir hier schon mal einen... Wo ist er denn? Einen Bergarbeiter. Oh, der fahrende Händler ist da. Pausiert. Gucken wir mal. Der hat für uns leider nur Lebensmittel, an denen ich gar kein Interesse dran habe. Nee. Und weg damit. Ach, verdammt. Ich hätte ihn ja eigentlich so drum beten können, dass er ein paar Tiere vorbeibringt, unter Umständen, ne, wenn es der richtige Händler ist. Aber gut, habe ich verpasst. Pausiert. Oh, habt ihr doch noch ein paar Wege hier zu bauen? Dessen war ich mir ja gar nicht mehr bewusst. Leute, was ist los mit euch? Warum seid ihr so verdammt langsam? Muss ihr doch noch eine Schule bauen noch vorher, damit ihr da effektiver seid? Okay, wir haben... Also Brennholz steigt. Das ist auch was Gutes. Ja, wir brauchen ein paar Tiere, damit wir auch noch einen Schneider bauen können. Oh, wäre das eigentlich intelligent, jetzt hier und hier noch einen Schneider hinzusetzen? Na, was macht ein Schneider? Der schneidet Klamotten. Muss ich nicht großartig erklären, denke ich mal. So. Na, entweder macht er aus Wollekleidung, er macht entweder aus Lederkleidung oder eine Kombination aus Wolle und Leder. Und das kann man alles natürlich, wie es sich gehört, gewinnbringend veräußern. Ich bin überlegen, soll ich hier noch einen Acker hinsetzen?
Geht das so? Jo, das geht. Ein Acker 15 mal 15. Mehr geht nicht. Komm, weil ich es kann, direkt darüber noch eins. Ja. Da. So, jetzt haben wir 2 mal 15, also 2 Felder, 15 mal 15 Kacheln. Da dürfte auch einiges zusammenkommen. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt hier noch einen dritten Holzhacker hinsetze, denn es steigt nicht. Aber dann natürlich hier unten irgendwo, ne? Jo, also die radieren hier einfach alles weg. Das ist hart. Ich glaube, hier unten die Richtung wäre ganz cool. Ja, machen wir das mal. Testen wir das mal aus. Was heißt testen? Wir setzen jetzt hier unten einfach ein 10x10 Feld hin. Na? Ah, wieder ein paar Kinder geboren. Das ist doch schön. Ein Lagerhaus, welches auch direkt wieder pausiert wird. Schieben einen Weg drumherum. Und von hier aus gibt es auch noch einen Weg nach unten. Können wir das so machen? Jo, so geht das. Dann kommt jetzt hier noch ein Förster hin. Hier rüber. Förster. Ein Holzhacker. Dann noch einen weiteren Kräutersammler. Kräutersammler finde ich immer sehr wichtig. Und noch eine weitere Sammlerhütte. Oh, wir haben jetzt wieder Überfluss bekommen an Menschen. Dann machen wir doch direkt die nächste Schmiede auf, würde ich sagen. Egal, wir machen erstmal die nächste Mine auf. Dann machen wir daraus direkt einen Bergarbeiter. Und aus der anderen holen wir dann Kohle raus. Haben wir noch ein bisschen Platz für irgendwen? Da, für einen Sammler. Oh, noch direkt einer. Machen wir noch einen Sammler? Ja. Die Vorräte gehen ja auch wieder runter. Wir sind jetzt bei 811. Aber es ist ja auch schon bald wieder Erntezeit, wie ich sehe. Ja, ich glaube, eine Schule mal zu planen, wäre doch gar nicht mal so doof. So, Schule. Diese kommt dann hier hin. Ja. Was soll ich das jetzt noch großartig kommentieren? So, das Lager möchte ich als letztes hier gebaut haben. Und dann kann ich ja auch direkt noch einen Fischer hier hinsetzen, theoretisch. Okay, dann haben die jetzt wieder einiges zu tun. Holz haben wir ja genug, das kann ja super verteilt werden. Aber hier, das Ding muss ja auch noch weg. Ich denke mal, das wird im nächsten Winter der Fall sein, dass der ganze Kram wegkommt. Bin mal gespannt, wie sieht es eigentlich aus hier bei euch? Du dürftest fertig werden. Wir haben ja genug Bauern. Du bist mein Sorgenkind Nummer 1. Ich weiß nicht, warum du das nicht hinbekommst. Und du? Ja, ich meine, der Weg dorthin ist jetzt nicht allzu groß, aber dieser Weg. Okay, das Feld ist gleich fertig. Dann sind wir knapp 3000. Jetzt haben wir die 3000. Eik, ich schaff das ja noch wirklich. Da bin ich auch begeistert. Ich nehme es zurück. Also, wenn die sogar schon euch fast überholt hätten,
Ja, man sieht es jetzt. Ja, es bricht langsam zusammen wieder, aber ist okay. Ist okay, das war okay. Ist okay, es war okay, ja. Bla bla bla. Dann möchte ich noch diese drei Häuschen gerne. Warum kümmert ihr euch darum, dass das zuerst gemacht wird? Oder habt ihr hier oben schon, habt ihr das vergessen? Das muss auch gemacht werden. Das alles muss hier noch gemacht werden. Okay, aber wenn die Bauern jetzt erstmal im Einsatz sind, ja, die ganzen Landwirte. Ja, guck mal, auf einmal geht's da rund, ne? Die ganzen Landwirte bauen jetzt, setzen überall jetzt Kram hin. Was schaut's mit dir aus? Der ist auch schon wieder fast fertig, ne? Dann brauche ich nur noch einen Lehrer. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe kein Brennholz. Nicht genügend. Aber das soll ja diese Außenzweigstelle erlegen. Dann machen wir hier nochmal einen Holzhacker mehr. Da bin ich zwar wieder weit drunter, aber das dürfte ja trotz dessen funktionieren. Ah, da ist er wieder. Anthos ist erwachsen geworden. Dann machen wir auch direkt einen Lehrer. Haben wir noch zwei Hilfsarbeiter, zuzüglich den ganzen Landwirten, die mithelfen. Oh, oh. Abigail ist gestorben. Ruhe in Frieden, Abigail. Ihr seid langsam. Guck mal, hier sind auch noch so viele Steine, die eigentlich weggeräumt werden müssen. Habt ihr so viele Arbeitsaufträge von mir bekommen? Oh, und ich glaube wenig, wenn ich überall sehe, dass der Bauherr... Au, war das ein Blitz? Wie gesagt, wenn ich allein schon sehe, dass die Bauherren allein 26 Dinger zu tun haben, dann wird es noch lustig. Es könnte auch mal langsam wieder ein Händler kommen. Schauen wir mal rein. Er bietet uns an Fisch, Kohle, Pekannüsse, Bohnen. Nichts von denen hätte ich gerne. Habe ich einen Spezialauftrag für dich, was du mir bringen kannst? Nein, habe ich nichts. Sorry. Wegschicken. Ah, die Mine muss ja auch noch fertiggestellt werden, ne? Da fehlt Stein. Ich weiß, in anderen Solo-Spielen, also wo ich ganz allein für mich gespielt habe, dann habe ich den Händler noch so Aufträge gegeben wie, immer wenn du vorbeifährst, bring mal 50 Eisen mit und sowas, ne? Um einfach es regelmäßig dann wieder reinzubekommen. Und die wurden dann meistens mit Brennholz und so ganzen Kram bezahlt. Aber ich habe gerade tierische Brennholzprobleme. Warum macht er zuerst die Sammlerhütte fertig? Ach ne, es ist ja gar nicht zuerst. Es ist ja schon alles. Alles andere drumherum ist ja auch schon. Auf jeden Fall, das Forsthaus hat jetzt hier einiges zu tun. Wir haben vier Förster, drei Häuser. Ja, das ist nicht ganz so optimal. Aber sobald mal wieder ein bisschen mehr Menschen da sind. Ui, nur noch 12 Werkzeuge. Bei 49 Personen, 10 Werkzeuge. Wird auch eng. Jetzt fangen die damit an. Das ist soweit okay. Die Runde wird dann auch fertig. Ich bin überlegen, ob ich jetzt mal eine Brücke hier rüber bauen sollte. Um einfach mal provisorisch hier drüben schon mal die ganzen Ressourcen abzubauen. Oder ob ich es mal versuche, ohne den ganzen Kram. Gut, die ganzen Steine und Erze nehme ich mir natürlich noch mit. Aber wir haben auf jeden Fall wieder massenhaft Platz geschaffen für verschiedene Berufszweige, würde ich sagen. Ich möchte hier noch einen Weg haben.
dann setzen wir hier nochmal Häuser hin. Na? Na? So ist gut. So, der ist jetzt auch fertig. Aber ich möchte, dass er Kohle produziert. Dann können wir nämlich den hier, wenn der mal irgendwann fertig ist. Also, erstmal möchte ich, dass diese zwei Gebäude fertig werden. Das ist schon die Schule. Und dann die Fischerhütte. Da haben wir auch gleich dasselbe Problem, ne? 12 Arbeitsplätze. Ne, sogar mehr. Doch gleich 12 Arbeitsplätze. Aber nur 4 Arbeiter. Das ist nicht unbedingt optimal. Aber wie gesagt, wenn Menschen reinkommen, haben wir auch wieder Platz. Dann machen wir als nächstes diese Schmiede fertig. Und die stellen wir dann auf Stahlwerkzeuge um. Oder? Stahlwerkzeuge ist richtig? Ja, er hat Eisenwerkzeuge und der hier drüben macht... Es sei denn natürlich Maissamen. Ha. Interessant, aber nicht jetzt. Was ich möchte, sind Tiere. Und ich hätte auch mal wieder nachschauen können wegen den Tieren, ne? Also manchmal bin ich doch einfach nur verblödet. Oder ich klicke einfach zu schnell und denke dann drüber nach. So, ich müsste jetzt hier mal einen Bauarbeiter abziehen. Denn wir haben nicht genügend Hilfsarbeiter, die nonstop hier rumrennen. Jetzt ist nämlich dieser Punkt der Überalterung, wo ich nicht genug Kinder nachkriege. Andererseits, ich habe 15 kleine Kinder. Also hier, Erwachsene, Schüler, Kinder. Sieht man ja gut, ein Schüler und 15 Kinder. Aber es stellen mir gerade mehr Leute weg, als ich an Hilfsarbeiter habe und das Verhältnis passt nicht. Okay, cool. Er baut diese Häuser schon. Die sind echt fix unterwegs diesmal. Wie schaut's aus? Habt ihr hier da oben die beiden Acker mal fertig? Auch noch nicht. Es fehlt noch massenhaft an Stein, sehe ich gerade. Ja gut, dann müssen die halt ein bisschen schneller arbeiten, ne? Ist aber soweit nicht jetzt Priorität 1. Wir brauchen die Steine ja aktuell nur für dieses Ding. Und für diese zwei noch. Ja, es sind nicht so viele. Oh, ich wollte noch das Lager fertig bauen. Denn das hier zu haben, wäre clever. Okay. Wenn die Schmiede fertig ist, machen wir das Lager. Und nicht früher. Brennholz, 46 Stück. Also wir kommen auf jeden Fall in den Plusbereich rein. Also langsamer zumindest wieder. Einen Weg hier rüber. Und einen Weg hier rüber. Ja, ich würde sagen, ist okay. Wir können die Leute ein bisschen sich schneller von A nach B bewegen. Ah, guck mal. Jetzt fängt er direkt an. Hey, da wurden wieder Kinder eingeschult. Aber man merkt jetzt auch schon, der Fluss, bis da Kinder nachkommen oder Hilfsarbeiter nachkommen, das ist jetzt... Das dauert jetzt. Aber dass ihr hier nicht fertig werdet. Achso, weil ihr erstmal euch um diesen Kram da kümmern müsst. Hab ich das nicht priorisiert? Gut, ist auch egal. So, einmal pausieren. Wollmantel hätte er. Ich brauche keine Wollmäntel. Nö, ist nichts dabei für mich. Dann schicken wir die weg. Mach's gut, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Oh, wir sind im Jahr 14 mittlerweile. Es ist später Frühling. Hey, also mit Nahrungsmitteln klappt gut zurzeit.
Aber nicht mit den Werkzeugen. Verdammt. Okay, können wir noch irgendwo die Leute dazu animieren, Steine abzubauen? Hier ist noch ein bisschen Stein. Da ist ein bisschen Stein. Hier ist noch Stein. Und hier liegt auch noch ganz viel Stein rum. Also, daran soll es nicht scheitern eigentlich. Okay, wir brauchen echt viel mehr Stein. Wir brauchen noch eine weitere Person, die als Schmied arbeiten kann, um dann Kohle-Dinger zu machen. Wo ist denn die ganze Kohle, die eigentlich abgebaut wird? Man war noch nicht viel Kohle, aber es war etwas Kohle. Na gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier drin gelandet ist und der Fahrer hat es einfach dann hierher geholt, ne? Wir können auch mal mehr Fahrer einstellen. Oh, ist schon jemand wieder gestorben. Lalandry. Es tut mir leid. Dafür hat Better übernommen. Es ist mittlerweile Spätsommer. Das heißt, es dürfte auch gleich die Lebensmittelernte wieder beginnen. Hier ist es zu 1% ausgelastet, zu 4% ausgelastet und hier unten zu 97% ausgelastet, weil das Ding voller Pilze ist. Im guten Sinne. Das ist hart. Okay, das heißt, wir könnten mal schauen, ob wir Pilze mit als Zahlungsmittel reinnehmen. Nehmen wir mal 250 Pilze noch als Zahlungsmittel. So, sobald ihr fertig seid, geht's nämlich wieder los, Jungs, ne? Da habt ihr wieder... Ja, wird wieder überall abgebaut. Ja, deswegen, da ist ja der Winter was Positives, ne? Wenn die anderen Menschen so viel Freizeit auf einmal haben. Komm, das Stück können wir auch dann noch mit abreißen. Ach, finde ich toll, wenn jetzt der Förster jetzt unterwegs ist und jetzt hier alles wieder grün macht. Oh, oh. Ein Kräutersammler ist gestorben. Und ich habe keinen Arbeiter, um ihn zu ersetzen. Das ist nicht so gut. Ich glaube, ich werde beim nächsten Händler pauschal einfach ein paar Werkzeuge mit ordern, wa? Pfarrer wurde geboren. Ja, hier sind jetzt wieder ein paar... Ist mehr Platz, weil ein paar Pilze raus sind, oder? Oh, ein Steinmetz weniger. Ja, langsam wird's eng. Ja, langsam müssten mal die Kinder aus der Schule kommen. Das wäre schön. Aber es ist jetzt auch erst Frühwinter. Oh, ein Bauer ist gestorben. Auch an Altersschwäche. Sollte ich einen Förster abziehen, um ihn als Schmied einzusetzen, wenn es soweit ist? Sicher ist sicher auf der anderen Seite, oder? Ja, die Laufwege sind einfach zu lang. Ich sollte vielleicht das Ding mal aktivieren. Hey! Villain wurde eingeschult. Da freue ich mich für dich. Ich hoffe, deine Schultüte war groß. Und gut gefüllt. Mit, was bieten wir momentan an? Eisen, Fisch, Holz, Kartoffeln, Kirschen, Kohl. So, ein Holzhacker ist gestorben. Ja, langsam wird es kritisch. Ich möchte aber die Bergarbeiter nicht rausholen. Andererseits denke ich mir, wo geht die ganze Kohle hin? Jahr 15 und es ist wieder soweit. Ich verabschiede mich bei euch und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag und schaltet auch das nächste Mal ein. Bis dann denn. Ciao.